Hallo, in diesem Video zeige ich dir kurz etwas über Disk Quotas bzw. die Kontingentverwaltung, Kontingenteinträge. Das ermöglicht mir als Administrator unter rechter Maustaste Eigenschaften Kontingent hier festzulegen, dass Benutzer quasi, sagen wir, eine Dateigröße von 5 MB und eine Warengröße von 3 MB nicht überschreiten dürfen. Das Ganze gilt immer für ein Volume bzw. eine Partition. Egal, ob auf das jetzt man das wie eine, über eine Freigabe im Netzwerk ansteuert oder lokal auf der Festplatte arbeitet. Die ganzen Einträge kann ich in der Ereignisanzeige protokollieren lassen. Sage jetzt übernehmen, schalte das Ganze ein. Und C unter Kontingenteinträge für Daten E, wer wann was überschritten hat. Und kann jetzt zum Beispiel hier neue Datei erstellen und das wird logischerweise funktionieren. Nur na, es steht ja nicht viel drin. Ich kann jetzt ein paar relativ absurde Dinge probieren. Ich mache das einmal zu, wie zum Beispiel mein Benutzerverzeichnis auf E zu kopieren und zu schauen, ob das funktioniert. Wird jetzt nicht funktionieren, weil ich hiermit die Dateigröße schon überschreite. So kann man das in dem Fall testen. Beziehungsweise in der Ereignisanzeige eventviewer.msc gibt es auch irgendeine Auswahl, wo man das Ganze anschauen kann. Wenn ich nun hier auf Windows-Protokolle System gehe, kann ich mir das hier zum Beispiel genau anschauen, welcher Benutzer wann irgendwas überschritten hat. Ja. Es gibt verschiedene Anzeigemöglichkeiten. Hier stehen verschiedene Details, das kann man dann ausprobieren und anschauen. Ich kann auch sagen, aktuelles Protokoll filtern und mich hier ein bisschen spielen und schauen, ob mir das irgendwas bringt. Nein. Sagen wir jetzt zum Beispiel mal aktuelles Protokoll filtern. Ich nehme hier die Ereignis-ID 37, gebe das hier ein, sage Enter und habe dann alles, was hier als Event-ID 37 NTFS gelistet wird. So. Lösche den Filter, kann mir auch irgendwas anderes suchen, was mir gerade gefällt, kann nach Quelle sortieren und verschiedenen anderen Dingen. Wie man sieht, es gibt hier mehrere Event-IDs, je nachdem, was gerade quasi passiert ist. Kann auch wieder hier nach 38 filtern, ja, und mir dann die Events anschauen. Das Ganze haben wir auch über die PowerShell angesteuert. Ich starte jetzt wieder mal die ISE. Wichtig ist immer, das Ganze als Administrator auszuführen, da man sonst die Rechte dafür nicht hat. Ich stelle nur die Schriftgröße ein bisschen größer. So, ich kann jetzt sagen get event log gut, das funktioniert noch nicht, ich muss hier noch Parameter eingeben, zum Beispiel Logname hatten wir System. Wenn ich das starte, werde ich hier schon einmal mit Informationen erschlagen, da mir natürlich alles Mögliche ausgibt. Sagen newest 100, dann gibt er mir nur die letzten 100 aus. Entry type error and warning. Und dann haben wir zum Beispiel nochmal die Warnungen. Im Moment kann ich nur diesen Befehl herzeigen. Ein anderer Befehl, um direkt auf die Diskquote via PowerShell zuzugreifen, habe ich jetzt nicht gefunden.
Es wird sicher irgendwie mit einer Word-Klausel oder so rausfindbar sein. Was ich geschaut habe, es gibt bei get-command über Disk zwar einige Befehle, aber nichts, was direkt irgendwie die Quota ausliest oder verwalten bzw. anlegen kann. Und auch mit Qt gibt es nur hier einige Dinge, die betreffen aber nur das Netzwerk. Also wie man das über die PowerShell macht, kann ich momentan noch nicht sagen. Ich hoffe, dass das über die GUI ein bisschen weitergeholfen hat.